So, kämen wir zur zweiten Phase. Im Original sucht man jetzt nach dem erfolgsversprechenden Geschäfts- und Aufgabenfeld für seine Firma. Das beruht im Original der EKS dann natürlich auf seinen Stärken und Fähigkeiten. Auch das hat der Stefan natürlich etwas abgewandelt. Und der sinnvolle Aufbau ist jetzt für die Lieblingsmenschen, um für die was Gutes zu tun. Man erforscht das größte Problem, das diese Art von Menschen haben. Also schaut euch die Liste der Leute nochmal an. Und die wissen das ja selber meistens nicht, aber meistens steht es hier vorne auf der Stirn geschrieben. Als Außenstehender erkennt man ganz gut, wo die das größte Problem in ihrem Leben haben. Und jetzt sammelt einfach mal 10 Minuten lang die Probleme, die euch bei euren Lieblingsmenschen auffallen. Und in jedem Problem liegt auch eine Lösung. Das überlegen wir uns dann im zweiten Schritt, was man sich überlegen könnte, was man für die anbietet. Also wieder 10 Minuten. Analysieren. Am besten Person für Person einzeln. Was ist das größte Defizit dieser Person oder den größten Mangel, den diese Person selber wohl wahrnehmen wird? Woran knabbert der oder die am meisten? Das ist natürlich doch eigentlich nur ganz, das ist nicht an den